Dieses Video bezieht sich diesmal auf die astrologischen Häuserherrscher in der Prognose, weil ich mitbekommen habe, immer wenn ich mal versuche, ja, Leuten Astrologie näher zu bringen, also zu erklären, dann habe ich gemerkt, dass man mehrere Anläufe braucht, sofern das denn überhaupt angekommen ist, was es mit den Häuserherrschern auf sich hat. Und das will ich in diesem Video mal erklären. Und auch da möchte ich wieder mal eine Buchempfehlung aussprechen, auch wieder von Michael Roscher. Und er hat zu dem ganzen Thema Häuserherrscher auch eins verfasst, ein Buch, und das nennt sich das Buch der Häuserherrscher. Unter anderem, sicherlich gibt es noch mehr auf dem Markt, aber das empfehle ich mal, weil ich es selbst mehrmals durchgelesen habe. Und bei den Häuserherrschern geht es darum, dass man jeden Tierkreis einen Planeten zuordnet und umgekehrt. Und da stoßen wir gleich auf ein Problem, was in der alten bekannten Astrologie, auch in der Astrologie, die ich so bevorzuge, das ist die sogenannte transpersonale Astrologie von Michael Roscher, dass es nur 10 Gestirne gibt oder auch Planeten, wobei Mond und Sonne sind ja nun auch bekanntermaßen keine Planeten. Und es gibt aber 12 Tierkreise oder 12 Tierkreiszeichen. Und da macht man jetzt in der neueren Astrologie, in der Astrologieforschung, die Ansätze, die sicherlich auch sehr gut sind, dass man den Asteroiden auch einzelne Tierkreise zuordnet. Und da das alles so eine Art Forschungsgebiet ist, will ich das mal andeuten, und man kann vielleicht das dann so im Hinterkopf haben, dass man bestimmte Asteroiden wie Vesta zum Beispiel als Sekundärherrscher betrachtet, also als Zweitherrscher, und den ursprünglichen Herrscher dann immer noch als Hauptherrscher dann sozusagen. Aber um das nicht gleich zu kompliziert zu gestalten, weil ich weiß, das ist ein bisschen abstrakter jetzt und aber dafür auch sicherlich spannender, und man kann das auch sehr gut dann in der eigenen Deutung, in der Astrologie verwenden, will ich von Anfang an anfangen und einfach die Häuserherrscher mal erklären anhand von einem Horoskopbeispiel, von der Persönlichkeit, die wir sicherlich alle kennen. Das ist Angela Merkel. Und wenn man bei dem Begriff Angela Merkel googelt, dann fällt doch einem gleich hier so ein Video irgendwie auf. Da fragt man sich, was soll das hier mit diesen okkulten Gesten? Da gibt es auch Bilder von, wo Angela Merkel immer die gleiche Handposition macht. Und also wenn ich da mal reinfühle, dann denke ich, dass Angela Merkel Berater, Beraterin hat, und die haben ja mal empfohlen, aus irgendwelchen Gründen, um mit den Händen nicht rumzufuchteln, diese Position, die dann sicherlich irgendeine Art Schutz oder Macht symbolisieren, beizubehalten. Und da Angela Merkel auch gegenwärtig bestimmte Aspekte hat, Pluto aspektiert, wundert es mich nicht, der Hüter der Unterwelt, Pluto, dass man dementsprechend gleich okkulte Sachen reininterpretiert. Da mag auch was dran sein, das will ich gar nicht behaupten, oder bestreiten. Aber das ist jetzt auch nicht mein Thema, sondern es fällt nur auf, wenn man da mal reingeht in Richtung Angela Merkel und was hat das mit dieser abstrakten Handbewegung hier auf sich. Ja, wichtig ist für mich jetzt einfach diese Erklärung mit den Häuserherrschern. Und hier habe ich das Horoskop von Angela Merkel zum Beispiel jetzt mal aufgemacht, um damit mal zu starten. Mit den Häuserherrschern würde ich anfangen, wie man eigentlich immer anfängt, mit dem Widder astrologisch, das erste Zeichen. Und jedem Tierkreis ordnet man einen Planeten zu. Und beim Widder ist es der Mars. Und das mit den Häuserherrschern erklärt sich so, jetzt hier am Beispiel vom Horoskop Angela Merkels, dass der Mars als Herrscher von 4 sich in 1 befindet. So wie so 4,
Ganz einfach, weil im Tierkreis hier der Mars, der Widder unten, die Häuserspitze 4 tangiert. Und diese Häuserspitze ist dann immer relevant für den Häuserherrscher. Da, wo die Häuserspitze im Tierkreis andockt, da herrscht dieser Tierkreis und damit dann auch der zugeordnete Planet über dieses entsprechende Haus. Und ich gehe mal jetzt hier mal die Planeten oder den Tierkreis mal der Reihe nach durch, um das nachzuvollziehen. Und als nächstes schauen wir dann mal auf das Tierkreiszeichen Stier. Und über den Stier herrscht die Venus. Und der Stier ist ein Erdzeichen und deshalb sagt man dazu auch Erd-Venus. Und hier stoßen wir auch gleich auf ein Problem in der alten Astrologie, weil es gibt diese 10 Gestirne von der Sonne bis zum Pluto, aber es gibt 12 Tierkreise. Und da macht man sich in der neueren Astrologie zunutze, dass es Asteroiden gibt. Und nun tauscht man in der neuen Astrologie einfach die Erd-Venus aus gegen Vista, gegen einen Asteroiden und der nennt sich Vista. Und da kann jeder für sich reinfühlen. Für mich in der alten Astrologie hat die Erd-Venus immer noch eine Gültigkeit in Bezug zu Stier. Und ich schaue zwar so nebenbei auf Vista, aber nicht primär. Das ist hat für mich keinen primären Bestand. Aber um das mal eben anzumerken, dass es eben Ansätze positiver Art gibt, eben das Problem zu lösen, dass eben zwei Planeten hier über zwei Tierkreise herrschen. Ja, und das hat mit dem Stier zu tun und mit der Jungfrau oder eben auch mit der Venus und dem Merkur. So, das nächste Zeichen ist dann hier die Zwillinge und über die Zwillinge herrscht der Merkur. Also den Zwillingen ordnet man den Merkur zu. Also der Herrscher von Zwillinge ist Merkur. Dann gehen wir weiter und dann haben wir hier Krebs und dem Krebs ordnet man den Mond zu. Und dem Löwen, hier das Löwezeichen, ordnet man der Sonne zu. Und der Jungfrau ordnet man wiederum auch dem Merkur zu. Und auch da gibt es in der neueren Astrologie den Ansatz, dass man eben versucht und schaut, wie weit das passt, dass man dem Jungfrau dem Chiron zuordnet. Hier ist das Symbol von Chiron. Und man kann gucken, also für mich ist bei Jungfrau immer noch der Hauptherrscher, der primäre Herrscher Merkur und als sekundärer Herrscher schaue ich auch schon mal, was Chiron macht, und um einen Bezug zu bekommen. Ja, schauen wir weiter. Dann haben wir hier die Waage, das Waagezeichen, und dem ordnet man die Venus zu. Nimmt man dann auch Luft-Venus. Und als nächstes hätten wir dann Skorpion, und Skorpion ordnet man dem Pluto zu. Schütze ordnet man dem Jupiter zu. Steinbock ordnet man dem Saturn zu. Wassermann ordnet man dem Uranus zu. Fische ordnet man dem Neptun zu. Ja, um das jetzt weiter fortzusetzen mit den Häuserherrschern, hier hatte ich einen Ansatz ja vorhin schon mal gestartet, dass der Häuserherrscher von 4 sich in 1 hier befindet, weil eben die Häuserspitze 4 sich im Widder befindet. Und das ist genau der Punkt, den es gilt eben sich zu merken mit den Häuserspitzen. Hier mal Häuserspitze 5 befindet sich im Stier und Stier ist Zuordnung Venus, sagte ich schon mal, oder in der neueren Forschung eben Vista. Und dann guckt man eben, wo befindet sich eben der Herrscher von 5. Das ist Venus und die Venus ist hier in 8. Ja, ziemlich weit fortgeschritten in 8 schon. Ja, das 8. Haus fängt hier an. Und ab einem bestimmten Orbit sagt man auch, jetzt ordnet man den Planeten dann auch schon dem nächsten Feld, dem nächsten Haus zu. Aber
Die steht ja noch ziemlich gut, bestimmt gut 10 Grad weit weg von Hausspitze 9. Also kann man daraus diese Textaufgabe formulieren, der Herrscher von 5 ist in 8. Und so macht man es bei den Zwillingen und guckt, Zuordnung war Merkur. Wo befindet sich der Häuserherrscher von Hausspitze 7? Merkur. Und der befindet sich hier auch in 7. Also der Herrscher von 7 ist in 7, weil Hausspitze 7 ist in den Zwillingen und weil man den Zwillingen den Merkur zuordnet. Hausspitze 8, Mond, da guckt man, wo ist der Mond im Horoskop, befindet sich in Haus 2. Das ist dann die Textaufgabe, der Herrscher von 8 ist in 2.